Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Ohrstöpsel hängt hier falsch und ich muss den erstmal richten. So, jetzt muss ich erstmal gucken. So viel Kabel hier, Alter. Eigentlich wollte ich gerade Schluss machen und eine Aufnahmepause machen, wegen Mittagessen und so, aber ich habe ja hier noch die Aufgabe mit der. Da hatten wir doch, glaube ich, auch eine Quest für, ne? Letzter Atemzug Ares. Die Fähigkeitsaufwertung ist jetzt im Fähigkeitenmenü verfügbar. Okay. Lebe weiter, um weiter zu kämpfen. Fülle 50% der maximalen Gesundheit wieder auf und entferne die Effekte von Feuer und Gift. Weise diese Fähigkeit zu. Lebe weiter, um zu kämpfen. Ach so, aufwerten. Ares verleiht dir ein letztes Mal mehr Luft im Kampf. Du bist immun gegen gegnerische Angriffe. 5% deines Angriffs werden als Gesundheit wiederhergestellt und Nahkampftreffer werden automatisch von dir pariert. Entfernt bei Aktivierung alle Feuer- und Gifteffekte. Hält 10 Sekunden an. Oh, da muss ich gucken, ob das. Ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. Also bin auf jeden Fall immun, aber ich muss dann halt zusehen, dass wenn ich das drücke, da auch gleich wieder rangehe und Bambule mache. Die Frage ist nur, naja, Muss ich mal gucken. Ging hier jetzt noch eigentlich ein anderer Weg irgendwo lang? Glaube nicht, oder? Doch, hier hängt noch irgendwas lang. Naja. Hier ging es wieder raus. Gut. So, wollen wir mal gucken, wo wir jetzt als nächstes hinwatscheln. So, was haben wir denn jetzt hier noch alles? Gucken wir, hier ist noch ein unentdeckter Ort. Da könnten wir jetzt mal hinwatscheln und den mal entdecken. Irgendwas mit Geiern. Eine Feste. Da ist auch noch ein Riss, so wie es aussieht. Will ich das machen? Ich glaube, ich werde im Let's Play diese.
hier drauf verzichten. Und wir machen dann mit der Aufgaben weiter. Ich denke mal, das werde ich dann mal privat hier wursteln, handhaben. Eventuell könnte man sich hier noch, aber das ist ja auch bloß ein Riss. Das ist ja bloß ein Riss schließen. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, werden wir uns mal um die Aufgabe hier oben kümmern. Reisen wir mal dahin. Reizen wir mal dahin. Wieso ist eigentlich in der Küche mein Licht an? Und dann werden wir mal die Aufgabe, die nächste Aufgabe in Angriff nehmen. Ich glaube, das habe ich gerade schon gesagt. Der Kaffee ist mittlerweile kalt. Und so. So ein bisschen giftig hier. Naja. Als ich sie gesehen habe, war es schon zu spät. Bin schon drin gewatschelt. Hier sind irgendwo überall Schlangen. So. Also gut, Charon. Dann erzähl mir von diesen verlorenen Seelen. Ach, die? Nicht jeder in der Unterwelt gehört hierher. Diese Seelen haben sich verirrt. Ihre wahre Ruhestätte muss gefunden werden. Du bist der Fährmann. Du sagst, wo es lang geht. Das gehört nicht zu meinen Aufgaben. Jede ankommende Seele ist verloren, hat noch etwas zu erledigen. Und manche sind sympathischer als andere. Wer sind diese Seelen, denen ich helfen soll? Die meisten Toten erhalten eine angemessene Bestattung. Aber nicht alle haben dieses Glück. Und die Unglücklichen verirren sich. Oh ja, sie wandern bis in alle Ewigkeit umher, ohne ihr Schicksal zu akzeptieren. Ich helfe dir, Fährmann. Aber wo soll ich anfangen? Es gibt da einen Soldaten, ein Athener. Er wollte eines ehrenvollen Todes in der Schlacht sterben. Stattdessen stürmt er auf einen Feind zu, rutscht im Matsch aus und fiel hin. Was für ein großer Krieger. Er braucht einen glorreichen Tod, um ins Elysion überzugehen. Aber ohne Waffe und Rüstung kann er nicht in den Krieg ziehen. Das eine ist in der ruhelosen Nekropolis, das andere in den Händen eines Kämpfers namens Schwertfisch. Der Schwertfisch, natürlich ist er hier. Ich hole die Ausrüstung dieses Soldaten und helfe ihm, so zu sterben, wie er es wünscht. So, ja. Warte mal. Die Kluft der Qualen.
Ist da nicht irgendwie was? Da müssen wir sehen. Das war gut. Schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, nicht wahr? Und den Schwertfisch haben wir ja schon besiegt. Also von daher müssten wir ja da eigentlich schon das... Das haben, was wir wollen. Der Mut ist an der ruhelosen Nekropolis im südwestlichen Teil der Kluft der Qualen. Naja, dann wollen wir mal ein bisschen Fersengeld geben, wa? Das ist ja schon wieder so eine Hunde. Lass über die Birke kraxeln. So. Das ist der richtige Ort. Jo, sehr schön. Naja, wir schwimmen erst da drüben rüber. Und nicht schon hier vorne hier. Schwimmen braucht ja doch ein bisschen länger. Aber jedenfalls das Gefühl. So. Ich habe immer noch irgendwie die Befürchtung, dass wir irgendwann Filme treffen. Wenn ich erwischt werde, habe ich einen. Ja. Da ist ein Riss, da ist der andere. Da sind noch Gegner. Halt, hier ist auch noch irgendwo was. Cora. Okay. Die ruhelose Nekropolis. Klingt nach Spaß. Ach, guck mal. Ist das nicht da schon unser... Ach nee, hier geht was drin. Ach, hier geht's ja nicht weiter. Ach du Scheiße. Ja, Mai, halt stirbst. Nee, stirbst halt. So. Gucken wir mal, wo wir hier langkommen. Hier kommen wir zum Beispiel schon mal nicht lang. Das heißt, wir haben jetzt erstmal nur einen einzigen Weg, den wir hier langlaufen können.
Charakter hierher, oder nicht? Jawohl, so, den ersten hätten wir schon mal. Die Frage ist jetzt natürlich... Kommen wir jetzt hier so einfach hin? Oder kommen wir jetzt einfach in das nächste? Hier durch. Ja, ja. Du mich hoch. Das hat ganz schön gepiekst. Mir fällt der Speer. Naja, da gab's erstmal eine. Ich glaube. Diese Rüstung macht nicht viel her. Ich habe das Schwert und die Rüstung des Athenas. Jetzt muss ich sie ihm nur noch bringen. Da ist was im Weg. Man jetzt hier einfach so rüber oder nicht? Guck mal, jetzt kommen wir hier nämlich schön raus. Rührt sich nicht. Aber da will ich auch jetzt ja nicht lang. Wir haben zwar jetzt die Rüstung, aber ihr wisst Bescheid. Ach so. So, den zweiten Riss haben wir auch hier.
Jetzt muss ich bloß mal gucken, wo jetzt hier unsere für die Hüterin ist. Alter, ist das ein Haha, ist das geil. Tagebuch der Orphedike. Vierter Eintrag. Ambrogio war stark. Er hatte neue Kniffe gelernt, bevor er herunterkam. Ich kann die Blutung nicht stoppen. Ich weiß, dass es aus ist. Ich hätte ein gutes Leben führen können mit den Drachmen des Trottels. Eurypheus? Wenn ich ihn nur selbst umgebracht hätte, statt Ambrogio und seine Schläger anzuheuern. Warte mal, ich muss mal hier rüber gucken. Damit sein Tod überzeugender wirkt. Ich könnte jetzt in Argolis sein und bis in aller Ewigkeit Wein trinken. Was sagt mir das? Okay, jetzt haben wir Ditte hier. Aber da wieder los. Ruhelose Nekropole. Ach, warte mal, nee. Ach. Höhle des Richterspruchs müssen wir. Ah, okay. Das wird dann wahrscheinlich ein von die Beten hier sein. Und ich gehe davon aus, dass. Ich sag mal, hier der Eingang. Vier vielleicht da aus der. Nee. Denk mal, hier der Eingang und das zählt zusammen. Da werden wir unseren nächsten Rumpelkarl haben. Na gut, dann kann ich ja jetzt hier wieder raus. Wo geht's denn hier raus? Was knallt hier draußen? Könnte ich schon wieder kotzen. So. Lass mal gucken, wie weit ist denn jetzt hier was entfernt? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Dann porten wir rüber. Und nehmen die Aufgabe ab. Und dann ist die Folge rum. Ja. Da haben wir doch schon. Da kraxeln wir noch schnell hoch. Schnell bedeutet ja immer relativ. Antaios Fall. Oh, erstmal schön in die Wand geglitscht. So, glitschig. Sehr gut. Dann können wir nämlich hier schon mal einen Portpunkt oder haben hier einen Portpunkt. Ja, lass die mal. Lass die mal machen. So.
Boah, Alter, der Totenschädel. Boah, wie geil ist das denn? Cool. Das gefällt mir. So, darüber. Wir liegen gut im Rennen. Im Moment fühlt es sich wirklich besser an als diese erste Episode, die immer hin her. Dreimal in dieselbe Festung und was nicht alles. Na, das hat keinen Spaß gemacht. Überhaupt keinen Spaß. Das hat wirklich den Spaß hier gesenkt. Ich bin ein Freund von dem Spiel hier, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das war wirklich die Höhe. Das war nicht gut. Da war kein Gift, oder? Nee. So, du Eierkopf. Der Geruch der Schlacht ist immer derselbe. Ich bin oh, scheiße. Eine Kriegerin. Fand der Tod dich auch auf dem Schlachtfeld so wie mich? Noch hat der Tod mich nicht gefunden. Ich bin auf meinen Knien im Dreck gestorben. Deswegen sitze ich hier fest. Ich verhelfe dir zu einem glorreichen Tod. Ich kann nicht unbewaffnet kämpfen. Das ist unehrenhaft. Wie gut, dass ich hier deine Rüstung und Waffe habe. Es fühlt sich seltsam an. Ah, du gewöhnst dich schon wieder dran. Ich zog in den Krieg, um mein Zuhause vor Spartas Belagerung zu beschützen. Sag mir, konnten wir das glorreiche Athen und sein Volk retten? Athen ist sicher. Dein Heer besiegte Sparta an den Toren der Stadt. Du hast mir Trost gespendet. Nun gewähre mir Frieden. Halte dich nicht zurück, Athena. Ja, wir tanzen jetzt hier auch noch. Oh, da war ja klar. Bringen wir es angemessen zu Ende. Yeah.
Scheiße. Ich hasse diese Fokus. Das ist manchmal für die Katz. Schön erstmal Adrenalin generieren. Nee, nimm doch den hier vorne, Mensch. Sie hängt ganz gut, ja. Oh, ich brauche aber Ewigkeiten jetzt, um aufzuladen. Das ist natürlich Mist jetzt. Ja. Verdammt, Mann, jetzt greift sie an mit dem Ding. Jawohl. Sehr schön. Das hat gut geklappt. Es war ein bisschen doof, dass man jetzt hier, sag ich mal, was ist das jetzt wieder? Keine Ahnung. Irgendeine Aufgabe, die mir gerade angezeigt wurde. Aber ich würde sagen, wir machen dann erstmal hier hinreisen und dann kümmern wir uns um Agamemnon. Und ja. Was habe ich denn jetzt für eine Quest? Da unten ist eh eine Quest.
Sprich mit Charon. Ach so, das ist ja hier wegen der Aufgabe. Ne, die gehen wir natürlich jetzt noch ab. Lassen wir die noch abheben, schnell. So viel Zeit muss sein. Wie gesagt, ich habe immer noch das Gefühl, dass wir irgendwann Vögel treffen. Dann werden wir mal sehen. So. Komm, Jung. So, die Aufgabe ist da unten. Die verbrannten Ländereien. So, kommt er jetzt dann mit der Fähre rüber jetzt oder was? Welchem deiner verlorenen Toten soll ich noch helfen? Oh, was bist du doch für ein tüchtiger kleiner Fleischling. Sag mir, wie lief es mit dem Athener? Athen bedeutete ihm alles. Ich ersparte ihm die Wahrheit. Du hast einer leidenden Seele Trost gebracht. Ich konnte ihm nicht sagen, dass die Seuche alles vernichtet hat. Ah, die Seuche. Geschäftige Zeiten. Mir kam dabei sogar jemand abhanden. Eine Frau, deren Familie sie nicht verbrennen konnte. Also steckt sie hier fest. Sie wandelt nun in den Fluren des Gangs der Seelen, noch immer von der Seuche befallen. Thanatos Scheiterhaufen kann die Toten reinigen. Aber der einzige Weg, diese Tortur zu überstehen, ist der Verzehr einer Aphodillblüte. Eine Aphodillblüte? Mein kleiner Fleischling hat Glück. Durch all das Chaos, das du verursacht hast, gibt es einen Durchbruch von der Unterwelt ins Elysion. Dort könntest du eine Blüte finden. Warum ist diese Aphodillblüte so besonders? Alles aus dem Elysion, diesem ekelhaft perfekten Paradies, hat segensreiche Eigenschaften. Ich hole die Blüte und bringe sie sicher zum Scheiterhaufen. Sei bloß vorsichtig. Etwas so Seltenes wie eine Aphodillblüte wird dort sicherlich viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Okay. Freunde der Sonne, machen wir aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tüdelü.